Stellt euch vor, man sitzt in seinem Ferrari und fährt mit 150 Sachen über den Asphalt. Und dann? Hier sind die Fußballspieler, die fast gestorben wären. Und nur 3 Tage, nachdem Cristiano Ronaldo sein Traumauto kaufte, hat ein Unfall sein Leben komplett verändert. Der 8. Januar 2009 war ein ungewöhnlicher Morgen für ihn. Sein Team Manchester United hatte das vorherige Spiel verloren. Und daher forderte sein damaliger Coach die Mannschaft auf, sehr früh am Trainingsgelände zu erscheinen. Und Ronaldos Teamkollegen zählten auf ihn. Aber es schien, als würde er nicht kommen, denn Ronaldo hatte verschlafen. Und als er endlich aufwachte, sah er die ganzen Nachrichten auf seinem Handy, er sprang aus seinem Bett und eilte zum Training. Denn wir alle wissen, wie ernst Ronaldo sein Training nimmt. Und für ihn war es inakzeptabel, nicht pünktlich zu kommen. Aber er hatte nur 20 Minuten, um den ganzen Weg durch die Stadt zu fahren. Es gab jedoch ein Auto, das ihm helfen würde, schnell am Trainingsgelände anzukommen. Aber als er in sein Ferrari stieg, wusste er nicht, dass es einer seiner größten Fehler sein würde. Ronaldos Stern stieg gerade erst auf in der Fußballwelt und fast wäre es schon vorbei gewesen. Er kroch aus seinem Ferrari, der einen Totalschaden hatte und es war ein Wunder, denn er hatte keinen einzigen Kratzer. Ab diesem Zeitpunkt machte er es sich zum Ziel, alles für den Sport zu tun und der größte Fußballer aller Zeiten zu werden. Und der gleiche Traum, der größte zu werden, hätte Messi fast sein Leben gekostet. 2017 spielte Barcelona gegen Juventus in der Champions League und Juventus hatte das Hinspiel bereits mit 3:0 gewonnen. Und Messi wusste, wenn er nicht eines seiner besten Spiele abliefert, dann muss Barcelona nach Hause fahren. Beide Mannschaften gaben alles, es ging um den Einzug ins Halbfinale. Es wurde erbittert gekämpft, aber keine der beiden Teams konnte ein Tor erzielen. Und als sich die erste Halbzeit dem Ende näherte, warf sich Messi noch einmal in den letzten Zweikampf, der ihn fast umgebracht hätte. Messi hätte in dieser 1 Sekunde fast alles verloren, denn die Ärzte erkannten später, dass wenn er nur 2 Millimeter weiter auf seinen Nacken gefallen wäre, ihn das in Lebensgefahr gebracht hätte. Und obwohl Barcelona dieses Spiel verlor, hatte Messi großes Glück. Aber die meisten Unglücke passieren abseits des Fußballplatzes. Und Matheus Silva hätte im Urlaub fast sein Leben verloren. Damals, im Jahr 2014, kurz vor dem 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, wollten er und seine Teamkollegen zum See Tahoe fahren und das Leben ein wenig am Strand genießen. Sie wussten, dass es an diesem Tag vor Leuten wimmeln würde und da sie später am Tag eh noch ein Spiel hatten, entschlossen sie sich, früh loszufahren. Jedoch wussten sie damals noch nicht, was passieren würde. Mit lauter Musik kamen sie am Strand an und Silva war so aufgehypt, dass er wie ein kleines Kind am Strand ankam, das Wasser sah und ohne nachzudenken zum See rannte und hineinsprang. Und ich meine, es war wunderschön, die Sonne spiegelte sich im See und seine Jungs schauten vom Strand zu, wie er zu den Bojen hinausschwamm. Doch dann passierte es. Wie aus dem Nichts begann Silva, um Hilfe zu schreien. Seine Jungs aber dachten, er würde nur scherzen, bis er plötzlich unterging. Sie rannten zum See und sprangen hinein, aber als sie bei ihm ankamen, war es bereits zu spät. Er atmete nicht mehr und hatte keinen Puls. Sie brachten ihn ans Ufer und ein Rettungsschwimmer kam zur Hilfe. Jedoch hatten die Wiederbelebungsmaßnahmen nur einen mäßigen Erfolg. Es gab also nur eine einzige Lösung. 911, what's your emergency? Zwei Tage später wachte Silva auf. Er war benommen und verwirrt und es stellte sich heraus, dass er im Koma gelegen war. Als er in den See gesprungen ist, war er so voller Freude, dass er nicht merkte, dass das Wasser eiskalt war. Sein Körper bekam einen Kälteschock und sein Herz blieb stehen. Aber er hatte Glück im Unglück, dass seine Jungs dabei waren. Diese retteten ihm buchstäblich das Leben und als einer seiner Teamkollegen, Chris Wendelowski, erfuhr, dass es Silva gut ging und er ihn wiedersehen würde, zollte er ihm Respekt, indem er Silvas Nummer im nächsten Spiel trug und sogar ein Tor an diesem Abend erzielte. Fast zu erdringen, das ist eine Sache, die dich dein ganzes Leben lang begleitet. Aber fast nicht sein erstes Lebensjahr zu überleben, ist das, was für Neymar fast zur Realität wurde. 1992 war er gerade 4 Monate alt, als er, sein Vater und seine Mutter Verwandte besuchen wollten. Doch dann wurde es gefährlich. Die Familie lebte in Brasilien und sie fuhren mit dem Auto die Berge hinauf, als aus dem Nichts ein großer Sturm aufzog. Es regnete so stark, dass man nichts mehr sehen konnte. Und auf einmal kam ein Licht auf sie zu. Die Familie wurde in einen schweren Unfall verwickelt und jeder wurde verletzt. Neymars Vater erinnert sich noch immer an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen.
Er sagte, ein Auto kam auf mich zu und ich versuchte auszuweichen, aber es traf uns auf meiner Fahrerseite mit voller Wucht. Meine Beine wurden zur Seite geworfen und ich verletzte mich am Kopf. Ich sagte zu meiner Frau, dass ich Angst haben würde, dass ich sterbe. Aber dann stieg in mir noch eine größere Angst auf. Wo ist Junior? Das Auto wurde so schwer getroffen, dass Neymar buchstäblich verschwand. Die Familie wusste nicht, wo er war. Sie suchten im Auto, auf der Straße, im Gebüsch. Aber nirgends konnten sie ihn finden. Sie waren verzweifelt, bis sie ihn weinen hörten. Neymar war unter dem Fahrersitz eingeklemmt. Er war blutüberströmt, da ihn ein Stück Glas am Kopf geschnitten hatte. Also eilten sie sofort in ein Krankenhaus, das die Familie verarzten konnte. Der kleine Neymar war so jung, dass er die Dramatik der Situation nicht verstehen konnte. Sein Vater aber wusste ab diesem Zeitpunkt, dass nichts seinen Sohn aus der Bahn werfen könnte. Aber nichts ist so vergleichbar wie die Situation von Angel Di Maria. Denn es gab Leute, die nicht nur ihm an den Kragen wollten, sondern seiner ganzen Familie. Zu Beginn der 2021-Saison schien alles perfekt zu laufen. PSG hatte einen großartigen Start hingelegt und sie wollten den Leuten beweisen, dass sie so weitermachen würden. Beim Spiel gegen Nantes schien alles für PSG zu laufen. Sie lagen 1-0 in Führung, doch dann passierte das Unglaubliche. Während der 62. Minute klingelten so gut wie alle Handys bei PSG. Und wie aus dem Nichts wurde Angel ausgewechselt und aus dem Stadion geführt. Was war passiert? Seine Familie war in Gefahr, wie sich herausstellte. Kriminelle hatten anscheinend schon seit längerem ein Auge auf Di Maria geworfen. Sie wussten, dass er aufgrund des Spieles nicht zu Hause sein würde und sie dachten, der richtige Moment wäre gekommen und brachen in sein Haus ein, während seine Frau und seine beiden Töchter zu Hause waren. Die Einbrecher rannten durch das Haus und schnappten alles Wertvolle, was sie finden konnten. Zum Beispiel Angels Schmucksammlung im Wert von 600.000 Euro. Sie sprangen danach in ihren Fluchtwagen und entkamen wie bei GTA. Das Verrückte ist, dass es nicht das erste Mal war, dass bei den Di Marias eingebrochen wurde. Deswegen sah sein Club PSG keine andere Lösung, als 24 Stunden Security für die Spieler anzustellen. Und wenn ihr mehr Stories aus der Fußballwelt hören wollt, dann schaut euch dieses Video an.